Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. So, ich möchte zu unserem Tunnel, das wir hier hinten irgendwo haben. Ja, kann es sein, dass wir jetzt... ist aber der Stau. Ich habe doch gebastelt, gemacht, getan. Ja, irgendwie so ganz kriegen wir das hier nicht weg. Jetzt haben wir irgendwo einen Tunnel. Das wäre hier und da habe ich gesehen, genau, da war doch irgendwie eine Ampel drin. Da möchte ich mal die Straße noch kurz ändern. Weil hier ist halt auch schon wieder alles zu, da hinten ist alles zu. Wir schauen uns das gleich mal an. Wir werden aber auch noch Sachen einzeichnen, weil wir wollen hier eine größere Zahl. Also, ich müsste mal kurz einmal den. Einmal runter, bitteschön, danke. Dann müsste ich doch hier die... Das ist gerade ein bisschen unperformant. Da müsste ich doch hier die Straße sehen. War das nicht hier, wo wir einen Abzweiger hatten? Doch, hier zweigt. Wenn wir das hier ändern, und zwar in eine Schnellstraße, dann wäre die Ampel sowieso weg. Wobei die Ampel ist weg. Aber wir machen trotzdem eine Schnellstraße draus, würde ich vorschlagen. Einmal den, dann machen wir das doch vielleicht sogar schon. Ist das eine Einbahnstraße hier unten? Jetzt sehe ich sie wieder nicht mehr. Wenn ich jetzt wieder runtergehe, Moment, das war falsch. Runtergehe und die Straße nehme, ist es wieder weg. Hier hinten war es. Hier geht's raus. Zack. Ja, wobei ich sehe sie noch. Also ändern müsste man es trotzdem können. Wir machen hier mal auf Ersetzen. Das ist keine Einbahnstraße, wie ich gerade sehe. Aber dann machen wir hier eine vierspurige... Ne, wir machen eine dreispurige Schnellstraße draus. Okay, das geht nicht. Ich komme da nicht runter. Jetzt geht's. Also, einmal zack, so. 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 Bis wohin geht das? Ich weiß es gar nicht. Finden wir aber raus. So, es ist eine längere Strecke. Und irgendwo geht es dann wieder raus. Halt, das war genau falsch. Ja, wobei, dann haben sie hier... Nee, das ist Käse mit der Kurve. Das möchte ich so nicht haben. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier raus... Ach, hier geht es dann aus dem Boden raus. Ja, machen wir den hier so. Das, ich hoffe, wenn ich jetzt den Bagger nehme... Ich habe es befürchtet. Aber dann geht. Ja, dann kann ich so machen. Dann bauen wir das natürlich nochmal. Dann wird es nicht ersetzt, sondern gebaut. Von hier nach da, das klappt so nicht. Ich muss hier die Tiefe haben. Passt das so? Müsste, glaube ich. Bauen wir es mal. Nee, das ist irgendwie nicht. Das ist nicht die Tiefe, die wir brauchen. Haben wir hier 30 Meter? So müsste es, glaube ich, gehen. Ja, jetzt sieht es eigentlich besser aus. Und hier vorne. Nee, da müssen wir rauf. Mhm, das ist... Irgendwie, wie soll ich sagen, zum Bauen, zum nachträglich Bauen, ein bisschen komisch. Beziehungsweise es ist eigentlich logisch. Wir müssen auf die 0 gehen. Geht dann nicht. Okay, wenn ich hier auf die 10 gehe, oder auf die 20, ich weiß ja nicht, was wir dort für eine Höhe haben. Woher soll ich das wissen? Weil da sind wir ja in der Aufwärtsbewegung. Mach mal. Das ist... Ist das okay? Nee, das ist doch nicht okay. Ich gehe mal raus und gucke. Nö, ist nicht okay. Wenn ich von hierher komme, wir können ja mal... Kann ich das einfach ersetzen? Ich ersetze das mal. Okay, wenn ich so setze, geht irgendwie auch nicht. Wie finde ich denn raus, was das für eine Höhe ist? Das ist jetzt gerade ein bisschen tricky. Oder ich baue es halt nochmal neu. Ich baue die Dingens hier nochmal neu. Die Ausfahrt. Wir machen das so. Ja, so müsste eigentlich funktionieren. Mal gucken, ob es klappt. Nicht ersetzen, sondern bauen. Dann hatten wir hier, glaube ich, die 30 Meter. Und dann geht das hier auf die 0. Dann wäre das so. Das passt doch. Batz, jetzt müsste es funktionieren. Gut. Mal gucken, ob das dem Stau hilft, weiß ich auch nicht. Das werden wir rausfinden. Jetzt werden wir mal schauen, wo haben wir denn überall noch Stau? Wir haben überall Stau. Also da muss ich mit Sicherheit nicht lange suchen. Oder doch? Ist der Stau weg? Nein. Hier in diesem Teil ist er dann doch eher. Ja, wobei, das ist in Ordnung. Hier wird gefahren. Hier wird eigentlich überall gefahren. Das sind auch keine Staumeldungen. Hier haben wir hohe Mieten. Da müssen wir eigentlich umzonen. Haben wir Nachfrage? Es geht, nicht massiv. Das will ich mal lassen mit dem Umzonen. Ich würde gerne den Stau sehen. Also, oder anders gesagt, ich würde gerne den Stau nicht mehr sehen. Aber wenn wir welchen haben, werden wir uns dem annehmen. Hier ist wieder gesammeltes Stehen angesagt. Okay, weil sie hier vorne in den Kreisel reinfahren. Hier haben wir wieder Busse, die ein Problem haben. Die möchten hier einbiegen. Ich werde hier keinen Kreisel machen können, weil es wieder irgendwo aneckt. Nee, guck mal, geht. Mit dem hier geht's.
Zack, einmal Kreisel. Und schon fahren die Busse. Sehr gut. Immerhin. Ja, da können sie hier halt ohne Probleme abbiegen. Das natürlich schon. Sehr schön. Hier vorne haben wir noch ein Problem. Da kommen sie von der Seite. Ja, ein bisschen was hast du halt immer. Also irgendwie neige ich langsam dazu, das fast schon zu akzeptieren, dass wir hier bei der Autobahn halt... Ja, so ein Stau bis nach, weiß ich nicht, wohin schon nicht. Aber dass wir halt dezent dann doch immer mal wieder ein Verkehrsproblem haben. Komisch, dass die Kreisel das nicht besser lösen können. Weil ein Kreisel eigentlich schon etwas ist, was das halt lösen könnte. Wenn wir von hier eine Brücke darüber machen, dass wir den Kreisel auslassen. Das könnten wir mal noch testen. Dann hätten wir die hier weg. Ich baue das mal. Mal gucken, ob es was bringt. Machen wir das auch mal ein bisschen breiter. Ich mache nicht eine Schnellstraße. Wobei, da könnte man im Prinzip eine Schnellstraße machen. Lass uns hier eine Schnellstraße machen. Und zwar in drei oder mit drei Spuren. Hier mal raus. Batz, dann einmal die Höhe. Gehen wir mal auf die 20. Ne, gehen wir auf die 10. Das reicht. Die kriegen wir jetzt auch hin, die 10. Dann hier irgendwie rüber. Ja, machen wir das mal so. Dann geht das... Warum nicht sogar hier rüber und dann da rein? Machen wir mal. Nee, aber dann geht es automatisch auf die Autobahn. Ich möchte denen eigentlich die Möglichkeit geben, dass sie nicht auf die Autobahn gehen. Deswegen machen wir es mal so. Und gehen irgendwie hier runter auf die 0. Und hier in den Kreisel rein. So, das müsste passen. Habe ich jetzt eine Einbahnstraße? Jetzt habe ich eine Einbahnstraße gemacht. Dann kommt man von dort nicht nach hier hinten. Ist eigentlich auch okay. Aber ich möchte eigentlich keine Einbahnstraße. Wir ändern das nochmal kurz. Das war nicht die Idee. Ändern mal. Okay, wir brauchen hier die Höhe. Vielleicht geht es dann. Jawohl. Da wird eh bereits gefahren. So, einmal so, einmal so. Gucken, dass ich die richtige Straße erwische hier oben. Es ist halt schon cool gemacht. Es ist halt City Skylines. Eben cool dahingehend, wie schnell und einfach man hier tatsächlich dann auch etwas geändert hat. Das ist schon auch etwas, was ich sehr schätze. Jetzt haben wir hier nochmal ein Problemchen. Ja. Hier kommen sie halt aus dem Tunnel raus. Hatten wir das nicht eh schon mal? Genau. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Hier müssen wir auch eine andere Möglichkeit haben, aus dem Tunnel rauszukommen. Und die haben wir doch geschaffen, indem wir eben da hinten die Abfahrt gemacht haben. Ist das nicht hier? Nee, guck mal, das ist eine andere Straße. Im Prinzip müsste man hier auch vielleicht nochmal eine Schnellstraße nehmen. Es wäre halt hilfreich zu wissen, wo die alle hinwollen. Die fahren hier rauf und gehen dann nach da hinten. Aha, okay. Ja, das ist ja die neue Straße, die wir gebaut haben. Ne, die gehen hier sogar auf die Autobahn. Das könnt ihr ja machen. Aber dann müssen wir denen irgendwie anders, das Ganze anders machen. Wobei, wenn die auf die Autobahn wollen, hier vorne könnten sie, ne, das geht ja wieder raus, das ist nicht die Einfahrt. Beziehungsweise das ist die Ausfahrt. Das ist die Einfahrt, von hier kommend, hier rein. Dann haben wir hier den Stau. Dann verlagern wir den Stau einfach hier hin. Also das ist definitiv auch nicht, was wir brauchen. Nö. Eine andere Möglichkeit. Von hier nach da hinten. Das mache ich mal. Mal gucken, ob es was bringt. Wir bauen wieder eine Schnellstraße, damit wir keine Ampel haben. Und machen die hier unterirdisch. Und zwar, dass wir hier rausgehen. Gerne bauen. Nicht ersetzen. Gehen wir mal runter. Jetzt will er wieder nicht mehr runter. Wenn ich das so mache, dann sehe ich es auch nicht. Warum geht der nicht runter, wenn ich hier die Straße aktiviert habe? Weil ich möchte ja hier andocken. Machen wir nochmal die 0. Finde ich schöner. Ach, hier kann ich. Okay, dann gehen wir hier raus. Ungültige Form. Ja, weil wir die 0 Meter haben. Wir müssen hier runter. Überlappend. Ja, das müsste aber trotzdem gehen. Wo bin ich denn hier hinten? Bin da nicht in der Straße drin. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, was das für eine Tiefe ist, aber wenn ich so mache, ist glaube ich zu hoch. Gibt es einen Indiz, wo es andockt? Wisst ihr, wie ich meine? Dass ich irgendwie an diesem Teil hier merke, dass ich die richtige Höhe habe. Naja, das passt so nicht, wenn wir hier so gucken. Das ist irgendwie zu hoch oder zu tief. Das ist jetzt aber blöd, weil ich möchte ja da raus. So geht's auch nicht. Versuchen wir es mal mit den 30. Geht auch nicht. Versuchen wir es mal mit den 20. Das geht auch nicht. Was ist das für eine Tiefe hier?
Im Prinzip müsste man irgendwie wie draufklicken können und dann siehst du. Das ist so richtig, weil ich komme da so nicht raus. Wenn wir denen hier die Möglichkeit geben. Wobei, jetzt hat sich's erledigt. Guck mal, jetzt ist hier aber nicht mehr Stau. Also von hier rausfahren ist kein Stau mehr. Jetzt kommt der Stau von da hinten. Jetzt wollen die alle hier hin, die wollen alle da rauf. Oder sie wollen da lang. Und sie kommen hier nicht recht weg. Den Kreisel mehrspuriger machen. Kriege ich hier einen größeren Kreisel hin? Test nur das mal. Zack, einmal den. Das ist kein größerer Kreisel. Das ist der größere. Da muss ich nicht mal ersetzen. Das geht dann. Gut. Die wollen da rein, die wollen da rein. Eine Ampel haben wir hier nicht. Das müsste doch eigentlich funktionieren, dass die halbwegs fahren können hier. Kommen jetzt hier doch wieder Fahrzeuge? Ja, vereinzelt. Das ist aber nicht schlimm. Das können wir, glaube ich, so lassen. Gut, ich würde sagen, wir lassen es mal im Groben. Mal wieder. Hier hinten haben wir keinen Stau. Zumindest sehe ich da nichts. Doch, ein bisschen haben wir hier auch. Ja, die Busse halt. Oh, jetzt haben wir hier wieder ein Busdingens. Von hier kommend. Bei den Bussen kann man ja gucken, das Ziel. Da sehen wir es. Okay, die wollen den hier, dann dahin. Dann wollen sie ins Tunnel rein. Aha. Wie können wir denen helfen, wenn sie von hier hinten kommen, dass sie hier direkt ins Tunnel reinkommen? Eigentlich nicht wirklich. Das kriegen wir hier so, glaube ich, nicht hin. Also hier irgendwie direkt von da, da rein. Dass sie nicht diesen Weg noch machen müssen. Das wäre natürlich eine Option, dass wir hier im Prinzip eine Ausfahrt haben. Ich muss mal gucken, ob das geht. Dann reichen wir mal schnell, zack, den hier. Eine Straße, irgendwie sowas. Geht das? Das müsste eigentlich funktionieren. Ich mach's mal. Ja, da sieht man, die Linie geht jetzt hier lang. Warum jetzt die in die Richtung? Ach, weil sie dann da hin wollen. Okay. Der ist jetzt natürlich falsch und den müsste ich irgendwie entweder löschen können. Deaktiviert Transportlinien. Was? Deaktivierte Transportlinien. Schicken ihre Fahrzeuge zum Depot zurück. Nee, das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte diesen einzelnen Bus wenden oder irgendwie drehen oder irgendwie sowas. Oh, was ich nie geguckt habe. Genau. Das habt ihr ein paar Mal in die Kommentare geschrieben. Das ist natürlich absolut richtig. Wir haben den Tag-Nacht-Zyklus deaktiviert. Und deswegen hatten wir teilweise dann keinen Verkehr mehr, weil es morgens um 3 war. Und ich habe das natürlich gar nicht gesehen. Und ihr habt auch geschrieben, aktiviert den doch mal wieder. Lass mich mal kurz in Option gehen. Tag-Nacht. Wo war das denn? Nachverfolgung, Leistung. Nö, das ist eigentlich Gameplay wahrscheinlich. Tag-Nacht. So, stellen wir das wieder ein. Wir können das jederzeit wieder deaktivieren. Aber irgendwie für die Atmosphäre ist es halt schon schöner tatsächlich, wenn wir auch mal Nacht haben. Und irgendwie die Stadt hier mal bei Nacht sehen. Jetzt hier vor allem auf der Seite da hinten mit diesen hohen Gebäuden. Oh, hier brennt's. Oder haben wir hier einen riesen Unfall? Ne, hier brennt was. Doch, ist ein Unfall. Ui, guck mal, da brennt ein Auto. Eieiei, das wollen wir doch glatt mal kurz beobachten. Und zwar ohne Hart. So, näher ran komme ich nicht. Da kommt aber irgendwas. Die Polizei kommt, okay. GTA 6. So. Okay, was macht der? Wahrscheinlich absperren. Boah, das ist schon cool gemacht. Man muss bedenken, das ist eine Simulation mit x-tausend Berechnungen. Und sie haben aber allen Ernstes hier das noch so animiert, dass da der Hubschrauber kommt und Wasser abwirft, löscht, die Polizei hier steht. Das ist schon sehr cool. Also das muss ich sagen, solche Sachen liebe ich. Wenn du das halt dann irgendwie in so einer Aufbauding auch noch drin hast, das ist halt Liebe zum Detail und gut gemacht. Gut, gehen wir wieder raus. Kollege Hart, gerne wieder rein. Was ist denn jetzt hier los? Kein Fußgängerzugang. Ja? Ja, warum? Wer war's? Kein Fußgängerzugang. Hä? Was ist das denn für ein Gebäude hier? Kein Fußgängerzugang. Seit wann braucht ein Gebäude Fußgängerzugang? Rembrandtstraße? Kein Fußgängerzugang. Hä? Sag mal. Die kommen hier irgendwie nicht rein, oder wo ist das Problem? Ja, dann machen wir einen Fußgängerzugang. Wir schauen mal schnell. Straße. Gasse. Hier haben wir eine Fußgängerstraße. Ne, machen wir mal so. Moment, das muss ja nicht so breit sein. Ja, das ist halt automatisch in der Breite. Irgendwie da rein. Ja, jetzt passt's. Gut, und schon haben wir den Zugang. Ne, jetzt ist das Gebäude weg. Abbruchreif. Oh la la, okay. Warum habe ich... jetzt habe ich das Gebäude gekappt. Nehmen wir die wieder weg. Brauchen wir nicht. Müssen wir hier nochmal einzeichnen. Ne, da ist das Grüne eingezeichnet. Das passt. Ja, das war jetzt nicht die Grundidee.
Hier ist auch kein Fußgängerzugang. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Wo brauchen die einen Fußgängerzugang? Vielleicht hier? Steht halt nicht direkt an der Straße. Aber das haben ja nicht wir gebaut. Das baut das Spiel, das Teil. Also dann müsste das Spiel doch auch auf die Idee kommen, dass hier ein Fußgängerzugang irgendwie sein müsste. Wenn ich jetzt das so mache, ist es wieder weg, das Gebäude. Verschieben kann ich es nicht. Ja komm, machen wir den hier. Bauts einmal weg. Ja, dann müsst ihr halt hier neu bauen. Und halt so, dass ihr vielleicht einen Fußgängerzugang habt. Wäre natürlich auch noch eine Idee. Hier vorne, hat es hier schon wieder gekachelt? Oder ist das immer noch das gleiche? Ne, das ist immer noch der gleiche Unfall tatsächlich. Kleinstwagen. Niedergebrannt. Okay. Straßenwart... Was? Straßenwartungswagen? Ach, das ist ein Straßenwartungswagen? Ja, die Polizei ist auch immer noch hier. Das müsst ihr hier mal erledigen. Zum Glück ist das jetzt nicht auch noch Stau verursachend. Also da haben wir jetzt Glück gehabt. Gut, wir haben wieder Nachfrage nach Gewerbe. Das ist kracht ohne Ende. Jetzt sind wir die letzten Folgen immer ein bisschen hier hinten gewesen. Das ist eigentlich auch okay. Ich würde aber gerne mal wieder auf die andere Seite der Insel, dort wo die großen Häuser sind. Okay, Mangel an... Okay, Arbeiter mit hoher Qualifikation. Wir haben aber grundsätzlich... 21, 15, 2, 7... Universität. Wir könnten, glaube ich, nochmal eine Universität vertragen. Nicht, dass wir die jetzt zwingend brauchen, aber irgendwie das impliziert mir hier auch, dass wir da sowas brauchen könnten. Haben wir gebaut, aber die normale Uni, die kriegen wir nochmal hin. Und zwar machen wir die mal. Da sind wir außerhalb der Kachel. Da müssen wir das Ganze hier haben. Irgendwas steht da oder irgendwelche Zeichen haben wir dort. Aber so geht's. Jetzt ist wieder was. Stadtgrenze überschritten. Ach, haben wir dort die Kachel nicht? Nee. Gut, das haben wir schnell geändert. Wir müssen wieder nach hier hinten. So, kaufen, Dankeschön. Dann können wir hier nämlich wieder bauen. Zeig einmal den. Und dann kommt hier unsere Uni nach hier hinten und kriegt dann auch ihr Sträßchen. Zeig einmal den. Machen wir erst die Straße, dann machen wir, was wir da noch hinzufügen können. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Das ist die Universität, die darf auch eine schöne Straße haben. Machen wir den hier so und hier La Kurve. Mach mal La Kurve. Na, er möchte gerade nicht. Jetzt möchte er erst recht nicht. Jetzt möchte er. So, irgendwie da rein. Platz haben wir, dann können wir hier schön wieder was einzeichnen. Und hier wollen wir auch noch in die Straße rein. Passt auch. Ebenfalls. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir hier für Sachen. Wir haben die Universitätsbibliothek, hätten wir gerne. Die Uni-Bibliothek, ein Erweiterungsflügel. Zack, und dann haben wir hier noch einen Universitätspark. Der ist hier auf der Seite. Das ist schon sehr schön hier mit dieser Uni, wie man die irgendwie ausbauen kann. Und dann haben sie noch einen eigenen Park. Wunderbar. Gut. Ja, mal gucken, ob es hilft, dass hier dann auch ein paar schlaue Köpfe irgendwo in der Nähe sind. Haben wir denn hier Wohnungen? Was ist das hier? Nee, das ist... Sind das Wohnungen? Ich weiß es gerade nicht. Wir machen mal ein paar Wohnungen. Ein bisschen Nachfrage haben wir. Bei der Uni. Das ist natürlich praktisch, wenn man hier wohnt. Also zumindest, wenn man dann dort zur Schule geht. Weit haben sie es nicht. Wir haben natürlich hier jetzt überall noch keine Busverbindungen und so weiter. Das werden wir uns auch mal noch ansehen. Das ist ganz klar. Und wir gehen hier mal auf Tempo. So. Und wir wollten eigentlich noch Gewerbe klöppeln. Damit wir das auch haben. Ich mache mal nochmal dünn besiedelt. Achso, ja, da habe ich aber gesagt, da gehen wir auf die andere Seite. Dann machen wir das auch. Wo haben wir denn hier noch Platz? Eigentlich überall, wenn man es genau nimmt. Ja, hier können wir ja überall noch einzeichnen. Ist das wieder Küstennähe? Ja, trotzdem. Wir machen hier dünn besiedelt, damit wir die Nachfrage dort wegkriegen. Industrie sollte hier ja keine sein, glaube ich. Ist immerhin gelb, von wegen der Nachfrage nach Gewerbe. Aber wir haben halt ein grundsätzliches... Die grundsätzliche Nachfrage nach Gewerbe. Warum ist hier die Straße rot? Was sagt uns das? Wir sind im Reiter Gewerbe. Tja, keine Ahnung. Jetzt müsste aber hier doch runtergehen. Das ist ja, wir können halt einzeichnen, was wir wollen. Nee, das geht nicht runter. Und hier wird nicht direkt gebaut. Also nicht massiv. Ist jetzt nicht so, dass hier gleich die Bagger kommen. Okay. Dann haben wir hier, da ist wieder ein Gebäude verlassen worden. Wie können wir denn hier die Nachfrage haben? Und wenn noch was einzeichnen, dann ja, wird einfach nicht gebaut. Gibt's doch nicht. Ich mache mal hier noch eine kleine Umzonung.
Und dann wird gebaut. Also die wollen hier, guck mal, die wollen hier tatsächlich dichter besiedelt. Dünn besiedelt wird gar nicht angerührt. Sobald ich hier auf dichter gehe, dann kommen die Krankollegen und bauen. Und dann geht es ja auch runter. Also die wollen tatsächlich dicht besiedelt. Das ist für uns auch okay. Also sogar sehr gut, weil, ja, sieht halt einfach auch besser aus, finde ich. Kann ich hier noch was machen? Wahrscheinlich nicht, weil die Straße hier sozusagen erhoben ist. Da müssen wir irgendwie nochmal eine Straße haben, die auf dem Boden ist. Dann könnten wir hier auch noch was machen. Oder ich hau hier vor allem. Ich hau hier einen schönen Park rein. Da haben wir alles gemacht. Jetzt haben wir hier einen Basketballplatz. Wir machen hier einen Skateplatz hin. Ein Skateboardplatz. Und logisch, du kriegst eine Straße. Hier ist sozusagen unsere Spielwiese ein bisschen. Und wie sowas? Was ist das hier gleich nochmal? Freiluftfitnesspark. Gibt es hier auch noch. Dann haben wir, was ist das? Ein Tennisplatz. Warum fällt mir denn mal Asterix und Obelix ein mit Tennisplatzes? Das ist, glaube ich... Was ist das denn für ein Band? Ich glaube, Olympiade? Nee, Tennisplatz ist, das ist bei den Griechen oder sowas. Wenn ich Tennisplatz höre, komme ich immer auf den Namen von dem, der da dabei ist. Dann machen wir mal so eine Straße hin. So, dann sind wir hier doch tatsächlich mal ein bisschen sportlich unterwegs. Wo haben wir denn hier eine Möglichkeit, in die Straße reinzugehen? Wenn wir hier lang düsen. Da. Ist das festgezurrt? Jawohl, sehr gut. Wo haben wir noch eine Straße? Hier. Da geht da rein. Dann müssen wir hier raus. Oder beziehungsweise wir machen mal schnell den hier. Dann haben wir den so. Und dann geht das von hier da rein. Zack, passt. Dann ist das tatsächlich nur für die Fußgänger. Das ist doch okay. So, hier noch schnell durchzuzeln. Und da rein. Und dann passt das auch. Sehr gut, jetzt könnten wir hier das Ganze noch abschließen, indem wir noch da lang gehen. Da ist der Pfeiler im Weg. Sehr gut, einmal außen rum. Und dann haben wir hier tatsächlich einen Skatepark. Ja, und da haben wir noch ein paar andere Sachen. Tennisplätze und so weiter. Sehr gut. Unsere Fitness-Arena sozusagen. Haben wir Nachfrage? Ja, logisch. Nach Gewerbe, man sieht. Können wir hier hinten? Hier ist halt alles im Prinzip schon zugebaut. Sind wir noch auf Tempo? Jawohl. Ich möchte auch nochmal schnell wegen dem Stau ganz kurz gucken. Ich möchte aber hier nochmal schnell gucken, ob ich hier irgendwo noch Gewerbe reinklöppeln kann. Nee, da haben wir halt tatsächlich überall bereits alles gebaut. Und hier hinten, da ziehen sie die Sachen jetzt eigentlich auch hoch. So, das mal noch einzeichnen. Das ist eigentlich eingezeichnet. Hier vielleicht noch ein bisschen was. Und ansonsten ist das soweit eingezeichnet. Das kriegen wir, glaube ich, nie weg hier mit der Gewerbenachfrage. Ist aber okay. Hier haben sie auch schön gebaut. Ans Zugdepot ran. Und hier hinten, da wo wir gerade gebaut haben. Ja, da haben wir gerade gesehen, da sind gerade ein paar Gebäude aufgeploppt. Hier wird halt frisch gebaut. Auch schön. Das sieht doch einfach cool aus. Das ist halt City Skylines 2. Gut, wir düsen nochmal schnell auf die andere Seite. Weil hier haben wir, glaube ich, keinen Stau mehr. Zumindest keinen massiven hier am Ende der Brücken. Nö, es ist schon interessant, das hat sich halt wirklich komplett verlagert hier raus. Aus der Stadt raus, nach hier hinten, dass wir hier dann die Probleme haben. Wenn wir jetzt mal hier durchdüsen. Ja, es wird gefahren. Hier unten ist noch was, das haben wir ja frisch gebaut. Ja, guck mal, die Brücke, die wir gemacht haben, sagen wir mal so, die erfreut sich großer Beliebtheit, weil die generiert jetzt den Stau. Auch nicht schlecht. Wo wollen die hin? Ja, vielleicht von hier noch irgendwie eine Möglichkeit hier runtergeben. Wisst ihr was, das machen wir noch schnell. Das bauen wir. Zack, einmal den. Jetzt brauche ich die Höhe, das sind die 10 Meter. Man muss sich im Prinzip wirklich halt merken, was man wie gebaut hat. Also in welcher Höhe. So, mal gucken, ob es hilft, dass die hier... jetzt haben wir aber hier wieder die Ampel, die mache ich weg. Was sollen wir die Ampel mal wieder lassen? Ich bin halt tatsächlich fast der Überzeugung. Warum kann ich jetzt die Ampel hier nicht wegmachen? Doch, es geht. Dass es mit den, also dass es ohne Ampeln besser geht. Ja, wird auch schon genutzt. Hier wird sogar gedreht. Und da wird aufgelöst, ist auch in Ordnung. Ja, müsste denen hier helfen. Dann können sie direkt nach da hinten, dann müssen sie das nicht auch noch via Kreisel machen. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Wir haben ein bisschen Stau noch. Viel ist es nicht mehr.
Wir steuern Richtung, ja, 140.000. Ich werde demnächst, glaube ich, tatsächlich dann eine neue Karte anfangen, dahingehend, dass wir dann eben tatsächlich wirtschaftlich arbeiten. Es reizt mich massiv. Ich möchte aber hier sicher noch 2, 3 Folgen machen, weil es reizt mich auch hier noch weiter zu spielen, dass wir hier tatsächlich auch den Verkehr vielleicht nochmal einen Ticken besser in den Griff kriegen. Ich danke euch fürs Zusehen und dann auf Wiedersehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.